Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem Jojo Soulcho und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play Trials Evolution Gold Edition. Und fangen wir direkt mal an. Ihr seht, ich bin etwas weiter als beim zweiten Part, weil ich habe gerade eine Aufnahme gemacht, ungefähr 10 Minuten lang, und dann hatte aber jemand das dringende Bedürfnis, in dieses Zimmer reinzukommen, beziehungsweise so an die Tür zu schwarten und meinen Namen zu rufen, dass ich die Aufnahme leider abbrechen musste. Deswegen habe ich schon jetzt die B-Lizenz und hier das erste Rennen angefangen. Hier, schon auf Gold gemacht. Da ich es aber jetzt nicht nochmal unbedingt zeigen möchte, und da ich es schon auf Gold habe, mache ich jetzt wie auf der Kirmes. Ja, ihr seht, ich habe die Scorpion 450 Kubikzentimeter freigeschalten. Und los geht's. So. Was hätte ich denn als Themen somit? Ja, mir ist aufgefallen, dass im letzten Part, also im zweiten, Komm. Yes. Dass da okay, der kommt nicht hoch. Das. Boah, es geht aber jetzt gerade hier richtig ab. Yay. Sorry, ich muss mich gerade echt konzentrieren. Oh fuck! Ey, so kurz vorm See, Alter. Scheiße. Dass man bei diesem Icarus-Faktor, bei dem Skillspiel da die Tasten hier sehr laut. Oh. Scheiße, das wollte ich nicht. Sehr laut gehört hatte. Und das liegt daran, dass halt eben das Mikrofon sehr nah am Mund steht. Damit ihr mich auch gut hört. Und der Controller, da ich auch sehr nah an den Tisch gerückt bin. Somit dann 10, 15 wasch, Zentimeter unter dem Mikrofon. Oh, ma. Unter dem Mikrofon ist, und ja, da sind halt nun mal die Tastengeräusche zu hören. Wenn jemand eine tolle Idee hat, wie ich das lösen könnte, dass man das nicht mehr so hört, bitte in die Kommentare schreibt mir, aber bitte nicht setzt euer Headset auf und setzt sich weiter weg vom Tisch und so und haltet den Controller weiter weg. Würde ich prinzipiell, naja, vielleicht gerne machen. Aber ich habe kein Headset, denn ich habe ein Mikrofon. Das ist, wenn jemand interessiert, das Behringer XM8500, ein dynamisches Mikrofon, über ein Mischpult und einen USB-Adapter an den Computer angeschlossen. Also XLR quasi. Normales Mikrofon halt. Ja, und noch ein 10-Euro-Kopfhörer dazu, auch als ein Studio-Kopfhörer von Behringer, da weiß ich gerade nicht, wie der heißt. Was auch völlig egal ist. Eigentlich. Kann ich natürlich raussuchen, wenn es jemand interessiert. Schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich höre, falls jetzt jemand sagt, was, du hast nur 10 Euro Kopfhörer, wie kannst du die denn zocken? Ist doch voll scheiße. Ich habe mein Gamer, kauf dir doch mal Gamer-Headset, da hörst du viel besser. Ja, finde ich dann sinnlos, wenn Leute so argumentieren. Denn irgendwie haben die nicht gerafft, dass Kopfhörer gleich Kopfhörer ist. Die Gaming-Kopfhörer sind, Gaming-Headsets sind auch nur Kopfhörer mit einem einfachen Mikrofon drin, ne? Und die haben im Regelfall einfach nur eine eingebaute Soundkarte dabei. Und das ist halt klingt normalerweise nicht so gut, wenn man eine richtige Gaming-Soundkarte im PC hat, wie ich. Müsste die
kleinen Moment. Das muss ich die hier habe ich doch. Creative Sound Blaster X-Fight. Oh. Creative Sound Blaster X-Fight Titanium Fatality. Habe ich. Ja, komm. In meinem PT eingebaut und damit hört man echt mega krass. Also, es reicht ganz einfach ein Kopfhörer. Ja. Ist die Ortung dann meist besser. Das ist dann. Können eigentlich nur konkurrieren die richtig teuren Headsets dann mit. Hier siehe Triton 720, so weißt du. Mit Decoder Box oder die Astro A4050, wisst schon. Die High-End-Modelle quasi. Oh. Die haben die Decoder Box quasi eben auch ein. Oh, wow. Ach du Scheiße. Boah, Scheiße, ey. Alter, geht's jetzt zur Sache. Ach, direkt vom Ziel wieder abgeschissen hier. Ich hab schon Faden verloren. Ja, und das ist schon halt einfach von Preis-Leistung ist halt Kopfhörer. Mikrofon immer deutlich besser. Egal, ob man jetzt ein USB-Mikrofon nimmt oder. Richtiges, das heißt richtiges halt an mit XR, wisst ihr schon, und so weiter und so fort gespielt. Finde ich immer besser, die einzeln zu nehmen. Und an sich, wenn ihr jetzt richtige High-End Soundkarte für den PC nimmt, so Asus Xonar, irgendeine hier, die neueste halt, keine Ahnung, wie viel die 200€ vielleicht kosten. Also, die haben ja dann auch noch Kopfhörerverstärker und alles drum ist dran. Könnt ihr euch dann hier 250€ Kopfhörer, Studio-Kopfhörer bei Thomann kaufen. Also da habt ihr richtig krasses Sounderlebnis dann. Ja. Das war jetzt mal so zu meinem Equipment. Wer noch mehr wissen möchte, kann natürlich noch schreiben. Und falls ich irgendetwas vergessen habe. Mensch, es wäre auch schön, wenn es hier mal nicht so ruckeln würde. Im letzten Part ging es erstaunlich flüssig, fand ich, im Vergleich zum ersten. Aber jetzt hängt es irgendwie gerade wieder. Keine Ahnung, was hier falsch läuft. Oh Mann, ey. Mehr zum Mikrofon drücken. Scheiße, ist das ätzend. Und jetzt habe ich glaube ich schon wieder nicht den Stopp-Aufnahmeknopf gedrückt. Also nicht Aufnahmeknopf, sondern die Stoppuhr, denn ich wollte eigentlich stoppen, wie lang ich denn aufnehme. Aber ich habe es wieder einmal vergessen. Also mache ich den Part wieder nach Gefühl. Oh, das ist so ätzend hier, ey. Da haut so jeder hin. Ey, das ist wieder die Scheiße. Das ist wieder so ein Teil. Mann. Ich weiß nicht, ob ihr das oben rechts ist Orange noch seht. Oben links, sorry. Von DX Story. Wenn ich auch. Also ich habe jetzt noch fast ein bisschen was verstellt. Also ich, langsam weiß ich echt nicht mehr, was ich vorstellen soll, damit es nicht mehr angezeigt wird. Muss ich noch experimentieren, aber naja, mal schauen. Tut's mir auf jeden Fall leid. Ich bitte um Entschuldigung.
Und hab es nicht. Ach ja, da stimmt, da muss man ja hier. Hier ist schon. Anhalten. Yes, baby. Fuck. Oh, das war doch die ich. Ist klar. Scheiße, Ma. Du hast die Silbermedaille. Ich mach's jetzt nochmal. Wo ist das? Ja, gut, getroffen. Ups. Oh. Nein! Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Scheiße, ist ja vieles hier und da, oder? Jo, mal gucken, was der Bruder hier hinfällt. Jo. Cool. So, einmal noch. Oh, fuck. Jetzt wirklich das letzte Mal. Okay, noch einmal. Obwohl, warum? Das ist eigentlich schon. Ich kann doch eigentlich hier machen, was ich will. Das ist doch mein Kanal. Kann ich doch auch so spielen, wie ich möchte. Und wenn ich jetzt die Goldmedaille will. Oh, ich will, dann spiele ich das bis zur Goldmedaille. Ne. Ne? Wisst ihr Bescheid? The fuck? Stallos? Wow. Das muss hier gleich genau. Nein! Das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich das wirklich hier fehlerfrei schaffen? Ma. Aber jetzt können wir es ja fast. Das dürften wir es eigentlich mal schaffen. Muss mal Fehler freischalten. Jetzt kommt die Schaukel. Jetzt kommt der Looping. Jetzt müssen wir eigentlich die Goldmitte. Streik!
Yay! Huhu. So gerade voll krass, ey. Voll heftig. So, wie lange haben wir jetzt? 10 Minuten? Schätze ich mal jetzt einfach so. Wettchen abschließen, wie lang wird dieser Part? Aber ihr dürft nicht gucken, wie lang das Video geht. Der Gewinner kriegt eine Ecke. Du, nee, Quatsch. In Evermedia. Müsste ich mir selber erstmal kaufen. Alter, was schlägt denn hier so? Hat der Computer irgendwelche Updates oder wie? Boah. Alter. Scheiße. Schön. Zoom Teil. Klasse. Das fängt hier gut an. Na, jetzt komm schon. Fuck. Sorry, Leute, da ist der Bursch. Ach man, ist aber schlimm hier mit dem Entschuldigen, ne? Das ist doch mein Kanal. Kronk entschuldigt sich aber auch so viel, das ist krass. Dann haben aber unter einige Videos dann in der letzten Zeit immer jemand geschrieben. Du brauchst dich nicht entschuldigen, das ist dein Kanal. Und dann ganz viele Daumen hoch für dieses Kommentar. Ich habe auch mal eins geliked. Denn ich finde, das ist richtig so. Und jetzt fange ich selber an mit entschuldigen, ne? Schlimm. Denn wir sind ja auf YouTube und hier muss man nur das gucken, was man möchte. Muss man eigentlich auch im Fernsehen. Denn man muss es ja nicht anschauen. Scheiße. Los, Goldmedaille. Och, willst du mich verarschen? Was brauchen wir denn für eine 43,5? Ist klar. Gut, machen wir den nächsten. Sturzgefahr. Gelingt es dir, die Brücke heil zu überqueren? Skorpion. Also, ich mach die dann alle offscreen, dann ohne aufzunehmen. Auf Gold. Damit ich nicht ganz auf den Sack gehe hier. Ach, ist mich. Na los. Wow. Ach. Ach, hier kommen wir auch oben. Schön zu wissen. Scheiße, genau, bergauf wollen. Rückwärts vor allen Dingen. Scheiße. Und hier sieht es gar nicht so lang aus, aber naja. Schon wieder derselbe Scheiße, ey.
kommen. Ich muss mir mal mehr Athen zurechtstellen, von was ich dann erzählen kann, so während dem Let's Play. Ist ja mein erstes Let's Play, ne? Also, für alle, die es nicht wissen. Da möchte ich jetzt Just Cause nicht mit dazu zählen, denn da habe ich. Ach, Scheiße, Mann! Ja, nur Gameplay-Material hochgeladen. Außerdem das My High Club, aber. Naja, das war jetzt auch nicht so. So dolle. Ich wundere, warum ich gerade angehalten habe. Ich habe nur mal nach der Musik geladen. Ah! Fuck. Hm, mach ich das nochmal? Wie viele Minuten haben wir denn? Fast 20 Minuten. Ja, Tiny Wings Musik war doch richtig. Ja, da hätte ich eigentlich Bunny Hop machen können. Naja. Ma. Okay, so. Nee. Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Bis zum Ende des Parts. Genau, der Part hört erst auf, wenn ich die Map hier auf Gold. Das könnte glaube ich noch strikte Augen. Scheiße. Oh, jetzt wollte ich mal Ninja Style machen. Kann man denn da nicht hochspringen? Scheiße. Ma. Scheiße, ey. Ich will mal wissen, wie man da oben lang kommt. Fuck. Okay, nicht. Ah. Wieso schafft er keinen Bunny Hop? Ach, leck mich doch am Arsch, Mensch. Gleich mal den Controller gegen den Tisch geschwartet hier. Dass wir langsam die 20 Minuten voll haben, was? Yo, das ist Skill-Bonus, würde ich mal sagen. Ma. Alter, habt ihr das gesehen? So krass, ne? Boah. Wow.
Wo war das jetzt hier, ne? Wo es diese komische Bergab ging, ja. Scheiße! Das gibt's nicht. So, jetzt sind wir über die Brücke rüber. Oh. 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 Yay, Bronzemedaille. Okay. Dann würde ich sagen, mit diesem Abschluss war's das für heute. Mit diesem Part. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal bei eurem Jojo Soldier. Ciao.